Machine Tunnel lief. Rumble lief. This hooker in the gown, I will beat her to the ground. Boop, boop to the head, then I shoot. Now you're dead, sucker, don't want smoke. Hold on, let me take a toe. Why you boast? Now you looking like a damn ghost. Alright. Jetzt sind wir schon live. Stop streaming, ja, okay. Scheinbar schon irgendwie irgendwo. Zeigt mir nichts an, aber. Just Chat geht auch wieder nicht. Geil. Nein, weil es ausgeschaltet ist. Okay. Das ist irgendwie umdrehen. Da spiegeln. Alright. Ja, Bildschirm geht aus. Krass. Chat wird der angezeigt. Mal testen. Test. Nope. Das wird alles ausgeblendet. Okay. So. Haben wir den Chat. Bild können wir. So, ein bisschen. Mal kleiner. So. Okay. Wunderbarer Test, Chat. Mit schlechten Key, aber egal. Okay, genau. Ich will noch ein bisschen Promotion. Warte, jetzt mal erstmal teilen auf Twitter. Philadelphia police are investigating after a man ejaculated on a woman's leg in a Dollar Tree store. Okay, das erste, was ich auf Twitter sehe. Love it. Theo, lass es doch einfach. Mach. Hör auf damit. Was soll der Scheiß? Brach. Okay. Das war das. Wie nennt man, sowas wie Fortnite spielen, aber nicht Fortnite, nicht, also wie Souls, also Dark Souls, Souls-like, aber nicht Fortnite, Fortnite-like?
Danke. Ja. Anyway, here's Wonderwall. You. Anyway. Any. Oh, das muss ich noch rausmachen. Okay, später. Anyway, here is one, two, one. Ich weiß übrigens nicht, ob das Breitbild unterstützt. What? Okay. Ja, yeah, get my fucking data. Take it. China, take my data. Okay? It's doing something. Ist da oben? Running Install Script. Ist nicht installiert. Oh boy. This game wasn't designed to support controllers. What? Gar nicht. Why would you do that? Also es steht irgendwas von Launching, aber. Is not launching. Sweet. Something happening? Don't see anything. How long is this gonna take? Controller using Steam Inputs. Yeah, okay, let's. Ich versuch's trotzdem mit Controller. Yes, take my data. Please take my data and put it up your fucking ass! I was once human, then I waited for the download of this game. So, how was your day, y'all? Can y'all remember the day you were once human? Like when you were kids and you actually enjoyed the fucking life. You didn't have to work. I'm just joking. Sucks to be a kid, dude. Es ist warm, Leute, sorry. Es ist. Also zumindest der Rauch geht über den Bildschirm hinaus. Das heißt, wahrscheinlich hat das Breitbildformat Unterstützung.
Du, wie lange dauert es? Nochmal. Ja, ich hab das Spiel schon lange irgendwie so, ja, ab und zu gesehen, in Streams oder so Videos davon. Und es, wo, auch wo die Alpha oder so oder Beta oder keine Ahnung rausgekommen ist, hab ich ein paar Streamer dabei zugeguckt, wie sie gespielt haben. Und es sah schon sehr witzig aus. Also, es kann sehr cooles Monster-Design, coole Story, coole Bosskämpfe und so. So Fan von so Bauen bin ich ja nicht so. Also, ich werde nicht wirklich bauen, ich werde einfach wahrscheinlich nur erforschen und versuchen, Monster zu töten. Und die Story zu machen. Ich weiß ja nicht, ob ich es weiterspielen werde. Ich habe noch so viel Spiel. Ich habe Elden Ring, was ich noch durchspielen muss. Dann habe ich ja noch meine wöchentlichen Spiele, die ich eigentlich auch mal irgendwann wieder weitermachen musste. Ich meine schon auch Cyberpunk wird mich Jahre kosten. Ich habe auch wieder Bock auf. Immer wieder Bock auf Death Stranding. Immer wenn ich sehe und so. Dann so selbst, wenn ich dann kurz davor bin zu spielen, dann denke ich mir, ah, keine Ahnung, ich habe es schon durchgespielt, aber eigentlich ist es ja der Director's Cut, deswegen kann ich es ja nicht. Kommt auch ein neues Zeug, das eigentlich hätte ich schon wirklich Bock, nochmal zu spielen. Das Problem mit Death Stranding ist immer, wenn ich Death Stranding spiele, habe ich Bock, mein eigenes Spiel weiterzumachen. Weil es mich so dazu inspiriert hat. Von Anfang an. Yep. Dragon's Dogma habe ich auch schon eine Weile nicht mehr weitergespielt, habe ich auch Bock. Und dann muss ich ab und zu eigentlich auch Game Dev Streams machen. Eigentlich müsste ich jetzt gerade arbeiten noch. Aber ich spiele das jetzt mal eine Stunde, aber ab dem Moment, wo es runtergeladen ist. Ich habe jetzt. Ins Fitness muss ich auch eigentlich noch. Schaffe ich heute vielleicht nicht mehr, aber morgen. Eat more fucking time. Ne, viel Zeug zum drüber reden, aber ist gerade keiner da, also bringt auch nichts, wenn ich es leer rede. Ich glaube ein bisschen. But can you do this? I was human once. Okay, Alan Wake 2 habe ich durch. Atomic Heart gibt's DLC. Biomutant wollte ich. Bonelab VR-Streams. Aber mein Kumpel hat ja keine Zeit. Tja. Breakwater, das wollte ich auch noch mal zeigen, aber es ist irgendwie rätselig, dass ich das nicht mehr sage. Data, Data. Nein. Data, Data. Das
Skyrim VR, wow, das wäre ja auch cool zum Stream. Skyrim durchzocken in VR. Damn. Alex, eigentlich ich auch mal wieder. Ja. Ach, Bock drauf. Bisschen so, genau. The Forest, The Forest, Sons of the Forest. Ja, das dauert viel zu lang. Ghost Hotel. Hab ich schon ewig. Die Gothic-Reihe wäre auch mal cool, so als Action mal durchzutocken. Alles klar. Als VR-Stream. Alle Half-Life-Teile gibt es jetzt auf VR. Alle Half-Life-Teile durchzocken auf VR. Und dann. Dann Half-Life Alyx. Oder Half-Life Alyx vor Half-Life. Weil es eigentlich die Vorgeschichte ist. Okay, ey. Sind schon fertig. The game must be restarted for the update to apply. You will exit the game if you click confirm. Super. Okay. Startet es selber oder muss ich es selber machen? What the fuck? Okay. Erwähre ich mal ein bisschen auf individuelles mehr Experiment.